Hallo meine Damen und Herren, heute berichtet Ihnen ein Anwalt von einem komplett unjuristischen Thema, vielleicht etwas Vergnüglicheres. Es geht heute um das Abenteuer Aufzugfahren. Was ist daran für ein Abenteuer? Ich erkläre es Ihnen. Hallo meine Damen und Herren, heute begrüße ich Sie zu einem etwas vergnüglicheren Video als sonst. Es geht mal nicht um Rechtsfragen, sondern um was ganz Allgemeines, wo man gar nicht so leicht draufkommt vielleicht. Abenteuer Aufzugfahren. Wie kommt man auf so ein abgefahrenes Thema? Ich erkläre es Ihnen. Und zwar, hier in Spanien ist doch einfach wie überall auf der Welt, Sie gehen in einen Aufzug, drücken auf einen Knopf dort, wo Sie hinwollen, und dann fährt der Aufzug dahin, sollte man meinen. Aber das passiert nur dann und das klappt nur dann, wenn die Zahl mit dem Stockwerk übereinstimmt, in das Sie wollen. Wenn Sie aber nun statt den Zahlen Buchstaben haben, was passiert dann? Ja, Buchstaben, was haben Buchstaben in einem Aufzug verloren? Und darum geht es mir, denn man muss ja wissen, in Spanien wurden Aufzüge gerade in Madrid und Barcelona nachträglich eingebaut. Da gab es also schon die Stockwerke und die Wohnungen mit ihren exakten klassischen Zuordnungen und Verwendungszwecken. Das kann man also nicht, konnte man also nicht einfach wegwischen, sondern man musste die Aufzüge danach ausrichten. Und gerade über diese Aufzüge will ich heute sprechen. Fangen wir mal den Aufzug von unten nach oben an und bewegen uns mal in dem Haus so ganz langsam von unten nach oben. Sie werden es ja hier gleich dann hier sehen. Ganz unten ist der Keller. Übrigens, witzigerweise, für das Wort Keller gibt es in der spanischen Sprache keine echte Entsprechung. Versuchen Sie es mal, da gibt es Bodega, Sotano, aber nein, genau das gleiche Wort gibt es nicht. Aber wir nehmen jetzt mal Untergeschoss, das ist der Sotano, das wäre ein S. Also unter der Erde, was sich unter der Erde befindet, würde der Buchstabe S ganz unten sein. So, bei mehreren Untergeschossen wäre es halt S1, S2, S3 oder auch bei modernen Aufzügen dann mit einem Minuszeichen davor. Nun klettern wir aus dem Keller nach oben, befinden uns jetzt im Erdgeschoss. Das Erdgeschoss ist auf Spanisch die Planta Baja. Deswegen steht da oft PB als Buchstabe, nach dem S als nächstes. Wir gehen nun weiter die Treppe hoch und nehmen mal nicht den Aufzug. Und dann könnte man meinen, okay, jetzt bin ich ja im ersten Obergeschoss. Nein, 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 sind Sie noch lange nicht. Denn jetzt sind Sie als erstes Mal im Zwischengeschoss. Mezzanin heißt es manchmal auch. Und auf Spanisch heißt es Entresuelo, also zwischen zwei Stockwerken. Da lebte früher das Personal, da ist die Ausstattung nicht so berühmt, die Decken sind niedriger und so weiter. Also wer dahin will, der drückt das E. Jetzt gehen wir weiter noch ein Stockwerk höher. Jetzt wird etwas schicker und besser. Denn jetzt befinden wir uns tatsächlich im Hauptgeschoss, auf Spanisch Planta Principal. Also im Aufzug würde jetzt der Buchstabe oder die zwei Buchstaben PP stehen, Planta Principal, oder auch nur ein einziges P ist auch so. Und dieses Hauptgeschoss, das war die Belle Etage, sagt man ja auf Deutsch, obwohl es Französisch ist, das war das Hauptgeschoss, da lebten die Herrschaften, das sind hohe Decken, da haben sie Stuck an den Decken, das ist also das feinste Geschoss eigentlich des ganzen Hauses. So, also wir haben jetzt von unten nach oben, ich fasse kurz zusammen, S, Keller, PB, Erdgeschoss, E, Zwischengeschoss, PP, Hauptgeschoss. Und jetzt kommen nun wirklich endlich die Zahlen. Aber darüber, über dem Hauptgeschoss, sind wir ja eigentlich schon im dritten OG. Also sollte man jetzt eine 3 als Zahl hinschreiben? Das wäre ja verwirrend. Also, was macht der spanische Aufzug? Der nimmt hier eine 1. So, das bedeutet also, wenn man zu Fuß die Treppen hinaufgelaufen wäre, würde man bei der 1 im dritten Geschoss landen. Aber das ist nicht der Fall beim Aufzug. Wenn man ins dritte Geschoss will, muss man also eine 1 drücken. Jetzt gehen wir weiter nach oben. Die Zahlen 1, 2, 3, mehr sind es oft nicht. Und das Dachgeschoss wiederum ist wiederum keine Zahl, sondern halt Dachgeschoss, auf Spanisch Attico. Und da steht an der Buchstabe A. Manchmal ist auch das Dach ausgebaut und der Aufzug geht noch einmal höher und dann steht da SA, sobre Attico, die Wohnung über dem Attico.
Nun, wir haben also ein paar Probleme. Wenn jemand denkt, oh, das ist ja eine 1, da muss ich nur gerade eine Treppe hochlaufen, irrt er sich, der muss nämlich 3 Stockwerke laufen. Oder ein Freund sagt, du, ich wohne im 4. Stock, aber drück bitte die 2. Und das Schlimmste ist eigentlich, sie sind hochgefahren und wollen jetzt ins Erdgeschoss zurück. Und dann stehen sie vor diesen Buchstaben und fragen sich, welchen Knopf muss ich drücken, damit ich ins Erdgeschoss komme. Aber ich sage es jetzt nicht, aber Sie haben hoffentlich aufgepasst und wissen es. Aber es gibt noch ein anderes Thema, das mit Aufzügen zu tun hat, was ganz interessant ist. Denn im Aufzug gibt es noch ein weiteres Schild. Zum Beispiel hier in meinem Büro ist das 450 Kilo ist gleich 6 Personen. Da achtet kein Mensch drauf, oder? Aber das bedeutet, 6 Personen, 450 Kilo, das sind also 75 Kilo pro Person. Stimmt das denn überhaupt noch? Und ja, die amerikanische Coast Guard hat im Jahr 2011 das mal überprüft und hat das damalige Standardgewicht, das bei Amerikanern bei 72,5 Kilo war vor 50 Jahren, das ist heute ganze 87 Kilo bei einem durchschnittlichen amerikanischen Mann, bei einer Frau 74 Kilo. Entsprechend hat man den bisherigen Wert angehoben, was in den USA damals problematisch war. Denken Sie an Fährschiffe oder wo andere Mindestgrößen und Gewichte vorgeschrieben waren. Da konnten also auf einmal nur noch viel weniger Leute rein. Ich finde, in Deutschland sollte man auch langsam oder in Europa überhaupt mal umdenken, denn diese 75 Kilo, welcher männliche Mitteleuropäer vollständig bekleidet, hoffe ich doch stark, vielleicht mit einer Aktentasche sogar, wiegt denn 75 Kilo? Na, ich schon mal gar nicht. Also, da heißt es, wenn mehr als 6 Leute oder wenn 6 Leute im Aufzug sind, lieber vorsichtig sein, die mit dem Kilos, das kommt nie im Leben hin. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen gefallen. Machen Sie es gut. Tschüss.